Stucky Sound. Hoochie. Hallo und herzlich willkommen bei lockergrill.de. Heute gibt's Currysoße. Und zwar will ich mal eine coole Currysoße zu einer Bratwurst machen, also normale Curry, wie man in der Frittenbude kriegt, nur in gut. Und ja, da habe ich mir mal was ausgesucht und da werde ich heute mal ein Rezept kochen davon. Das Ganze werde ich auf dem Spirit machen, aber da habe ich den Dutch Oven drauf. Und ja, schauen wir uns mal an, was reinkommt und dann legen wir schon mal los. Also, es kommt alles rein. Ich habe hier so Tomaten, die sind gehackt. Da hinten sind kleine Tomaten, also hier die Kirschtomaten. Dann pürierte Tomaten, Ketchup, Tomatenmark. Sambal Oleg vielleicht ein bisschen, dass es ein bisschen noch würziger wird. Salz, Brühe, Olivenöl zum Anbraten. Natürlich Curry, bisschen Butter, brauner Zucker und Gurken. Und Zwiebeln. Und für später noch natürlich die Wurst. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hauen wir alles rein und gucken mal, was draus wird. So, dann legen wir mal los. Und zwar erstmal ein bisschen Olivenöl rein. Ja, schon ein bisschen mehr. Jetzt kommen kurz die Zwiebeln und die Gurken rein. Thank you.
So, alles ist fertig, hat super geklappt. Und jetzt würde ich mal sagen, ihr habt ja gesehen, was alles reinkam. Ich habe dann doch noch ein bisschen Sambal Oleg rein, weil es noch ein bisschen mehr Bums haben sollte. Und weiter habe ich dann noch einen Zauberstab gebraucht, um das alles so ein bisschen zu pürieren, weil ich ja Cocktailtomaten drin hatte, die waren ja im Ganzen und sowas. Da habe ich es nochmal ein bisschen durchpüriert, dass es eine bessere Masse gibt, sag ich mal so. Aber alles perfekt. So, jetzt probiere ich mal die ganze Sache. Würstchen, wie ihr gesehen habt, ist nicht so ganz meins. Ich kann relativ, glaube ich, ganz coole Sachen grillen und smoken und alles mögliche, aber Würstchen kriege ich irgendwie nicht hin. Aber naja. Sau gut. Die Soße, durch diese Gurken und sowas, ein bisschen Essig drin und sowas, ist das echt sehr gut. Kann ich nur sagen, weiter zu empfehlen. Sehr lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, für ein Like oder wie auch immer. Und ja, folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Und da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl und ja. Schauen wir mal, was es wieder gibt. Bis dann.